Der XTC.de WM-Stammtisch wird präsentiert von Olympiaregion Seefeld. Willkommen zum XTC.de WM-Stammtisch am Tag des Staffelrennens der Herren. Und dazu begrüßen darf ich den Bundestrainer der deutschen Skilangläufer, Peter Schlickenrieder. Servus, grüß dich. Grüß dich, hi. Und Lukas Bögl, bislang schon im Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft, heute Ersatzmann sozusagen für die Staffel. Servus, Luki. Grüß dich. Ja, bevor wir zur Herrenstaffel kommen, vielleicht noch ein kurzer Blick zurück auf die Staffel gestern. Ich denke, mit dem vierten Platz seid ihr mehr als zufrieden, oder? Ja, also Stand jetzt ist es, denke ich, das, was wir im Moment schaffen können, was realistisch ist. Und das haben sie eigentlich, hat jeder seine Aufgabe gut erledigt, vor allem auch nach den Vorbelastungen. Also da sage ich, muss man zufrieden sein. Wollt ihr gerade einhaken oder beziehungsweise darauf hinweisen, taktische Vorgaben sind ja, kommt mir so vor, jetzt deutlich wichtiger unter deiner Regie wie früher und wurden die dann vollumfänglich erfüllt gestern? Ja, ob es jetzt wichtiger sind, glaube ich jetzt fast nicht. Also man hat jetzt das Gefühl, dass man sieht, dass wir viel miteinander gearbeitet haben, aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen, ob es jetzt Technik, Kraftgeschichten sind, die natürlich man nicht so deutlich sieht, wie wenn man da taktisch sich gut verhält. Ich glaube, die Mädels und Jungs sind gut zusammengewachsen und helfen sich gegenseitig. Also das, glaube ich, ist das größte Potenzial, das man hat. Wenn die im Endeffekt dort in der Spur, in der Loipe, im tagtäglichen Kampf gegen die Konkurrenten unterwegs sind und die Dinge weitergeben. Und das, glaube ich, wird besser und besser oder ist einfach nur mal das kleine Mosaiksteinchen, das man braucht, um auf dem Weg dann zu wirklich Medaillenringen. Luki, was man gestern gesehen hat, ihr seid mit gutem Material unterwegs. Kannst du das so bestätigen jetzt über die Tage hinweg, dass also die Techniker wirklich einen guten Job gemacht haben? Ja, also unsere Techniker machen meiner Ansicht nach immer einen guten Job und hauen sie immer voll raus. Und das liegt einfach in der Tour der Sache, dass manchmal leider nicht funktioniert. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Jungs irgendwie einen schlechten Job machen, sondern die hauen sie wahnsinnig raus, haben einen guten Teamspirit auch mittlerweile und also haben sie auch bei uns hier, wo du sagst, okay, da kommst eine, wenn sie mal scheiße läuft, dann sind die Macher, da braucht keiner was sagen zu denen, sondern die sind selber genug bedient und möchten es dann doppelt so gut machen. Und da sind wir einfach gut dabei und da haben wir einfach auch, das ist auch wichtig, dass das dann mit den Athleten passt und ich sage, unser Technikerteam ist mit einer der Schlüssel, warum wir da so mitlaufen können. Nach dem Teamsprint, wo es ja bei den Damen dann im Finale nicht ganz so perfekt geklappt hat mit dem Ski, habe ich mir sagen lassen, waren sie ja sehr selbstkritisch, die Techniker, und haben die Schuld auf sich genommen. Ja, da geht es gar nicht um selbstkritisch sein und Schuld auf sich nehmen. Man sieht jetzt auch heute, wir haben teilweise wirklich sehr, sehr gute Ski. Wir sind aber in allen Bereichen, haben einfach nur Potenzial. Also, und das ist ein Ding, wo ein Rädchen ins andere greifen muss. Also, da kann man nicht sagen, weil jetzt mal Ski schlecht waren, das waren jetzt ganz vielleicht bloß ein paar Techniker oder das waren Techniker, die dann Fehler gemacht haben. Sondern man muss die Prozesse überdenken, man muss sie genau schauen, wie kommt das zustande und da müssen wir alle dran arbeiten. Also was kann man noch besser machen, wenn noch mal sowas eintritt? Man muss das im Endeffekt Revue passieren lassen, dass einfach die Ausfälle vor allem zu so einem wichtigen Zeitpunkt nicht passieren, wo wir ja auch noch wirklich im Halbfinale Top-Material unter die Füße gehabt haben. Also da ist irgendwo dann in der Kette, hat man wahrscheinlich irgendwo einen Fehler gehabt oder zumindest eine Möglichkeit, dass man eine bessere Entscheidung trifft. Also von daher ist es schon eigentlich ein Ding, das uns alle angeht, dass wir die Dinge gut durchleuchten müssen, gut im Endeffekt hinschauen müssen, wachsam sein, einfach auch Dinge, die man schon gefühlt Jahrzehnte so macht, nochmal anschauen muss. Wie kann man es noch besser machen? Und das ist halt so dieses Feilen am Detail, das sind so die Aufgabenstellungen, die wir haben. Dass man Dinge einfach nicht nur, weil man es immer so gemacht hat, so weitermacht. Das ist ja grundsätzlich im Langlauf so, wenn man sieht, der Johannes Kleber kommt vor 2 Jahren auf die Bühne und läuft ganz anders klassisch, wie wir die letzten 30 Jahre klassisch gelaufen sind. Und mit dem Stil gewinnt der jeden Sprint. Und jetzt fangen alle das zu kopieren an. Und im Endeffekt müssen wir so weit sein, dass wir die sind, die da was anderes machen, wo dann vielleicht irgendwann mal alle von uns kopieren. Und das geht nicht nur im Technikbereich, sondern das geht immer im gesamten Langlauf so. Das ist einfach auch
entwickelt sich immer weiter. Und vor 10 Jahren, jetzt kann man denken, wie es jetzt ausschaut. Man muss einfach jetzt schon überlegen, wie es in 10 Jahren ausschaut. Um das Thema zu gestern nochmal abzuschließen, Viktoria Karl läuft die 4. beste Zeit oder beziehungsweise ist ja an der Spitze dran im Endeffekt. Katharina Hennig 3. beste Zeit auf ihrer Runde. Klassisch oder am Klassischsport war definitiv überhaupt nichts auszusetzen, oder? Absolut, ich meine, das sieht man die ganze Saison schon, dass wir klassisch deutlich stärker sind, dass man eigentlich unsere Sorgen im Skating-Bereich hat. Ja, selbst jetzt, so wie der Lucky macht gewaltige klassische Rennen, hat teilweise eher im Skating zum Kämpfen. Also hat jetzt auf der WM schon die Form deutlich gesteigert in dem Bereich. Aber das heißt im Endeffekt, das sind Dinge, Aufgaben, die wir mit in die neue Saison nehmen. Dann abschließend Sandra Ringwald und Laura Gimmler. Was sagst du zu ihrer Leistung? Ja, Sandra hat halt probiert, das Unmögliche noch möglich zu machen, in den Kampf um die Medaillen einzugreifen und hat halt da erst die 2,5 Kilometer rauslassen, muss sagen, sauber. Aber es war uns eigentlich alle klar, dass das bestraft wird und hat dann, glaube ich, richtig kassiert in der 2. Runde, weil da ist einfach die Strecke, die Bedingungen waren da auch schwer. Also das, und noch dazu muss man sagen, Sandra hat jetzt einfach eine ganz schöne Wettkampfdichte hinter sich und irgendwann werden wir da auch mal mehr da. Also folglich war das halt risikovoll probiert. Aber da haben wir halt auch nicht eingegriffen in diesen Kampf mit den Medaillen. Laura Gimmler? Ja, Laura hat auch nochmal versucht, im Endeffekt da vielleicht so das Unmögliche möglich zu machen. Aber auch da muss man sagen, couragiert angegangen, viel riskiert. Natürlich auch ein bisschen Lehrgeiz halt dann hinten aus. Aber du musst erst einmal so lange dann dabei bleiben oder beziehungsweise so respektiert werden, dass da tatsächlich taktiert wird da plötzlich. Und das denke ich schon mal gut, man nimmt uns wieder ernst, man schaut da schon mal, wenn ein Deutsche oder ein Deutscher hinter einem läuft, obwohl der ja eigentlich vielleicht auf der Papierform deutlich schwächer ist. Und das denke ich ist ein gutes Signal, also so können wir die nächsten Jahre angehen. Vor die Staffel heute geht es darum, die Staffel aufzustellen. Das habt ihr ja denke ich mir gestern Abend dann so entschieden oder beziehungsweise entwickelt. Nehmt uns doch mal mit, wie wird so eine Entscheidung getroffen, gefällt unter der Regie Schlickenrieder? Zu der Lucky verzeihen, ich war dabei. Ja, wir haben das, sagen wir, diesmal ganz anders gemacht, wie man es sonst immer gemacht hat. Wir haben uns einfach in einen Raum geguckt, jeder hat eine Stimme gehabt. Also mit den 2 Trainern, mit Bäder und mit Janko, plus jeder Sportler, also jeder Mann. Also quasi 6 Stimmen und bei uns ist jeder Manns genug, dass er weiß, was er drauf hat und er weiß, was er gebracht hat. Zum Beispiel für mich war einfach klar nach meinen Resultaten, dass ich nicht die 100%ige Überzeugung gebracht habe und das ist, natürlich ist man enttäuscht, da keine Staffel zum Laufen, aber das ist dann in Ordnung von mir. Und dann hat jeder einfach seine Wunschaufstellung quasi hingeschrieben und auf eine haben wir uns geeinigt. Und das war ein ganz sehr demokratischer Prozess. Und es ist dann auch, ich glaube, haben dann auch 4 Leute oder 5 Leute für die gleiche Aufstellung gestimmt. Und die anderen waren ähnlich, so jetzt mal, Aufstellungen, hat ein bisschen was tauscht. Und das zeigt, dass wir eigentlich da selber uns auch jeder einschätzen können. Und zum Schluss ist ja jeder diesen Weg mitgegangen im ganzen Team. Und war, denke ich mal, ein guter Prozess, also wie wir unsere Startplätze bis jetzt ausgemacht haben, wenn es um den Einzelstart geht. Und man sieht ja, war eigentlich halt eine solide, gute Staffel. Fangen wir an mit dem Startläufer, Sebastian Eisenlauer. Ja, ich glaube, dass der Sebi wahrscheinlich eines seiner besten Rennen gemacht hat. Also wenn du da mit den Top-Leuten übergibst und der Speed war nicht langsam, also da ist nicht gebummelt worden oder taktiert worden, dann würde ich sagen, ist das schon aller Ehren wert. Er hat noch nicht viele Staffel-Einsätze gehabt, generell. Und auf der 1 meine ich, war es eh sein Erster. Also von daher, da ist er absolut top, kann man gar nichts mäkeln. Oder wenn man die ganze Vorsaison kennt bei ihm, der ist ja doch viel Krankheitsausfälle, lang gewackelt, eher so den WM-Zug auf dem letzten Drücker erwischt. Also top. Ich habe mir ein kleines bisschen Gedanken gemacht, wie er relativ früh aus der Spur raus hat müssen, ob der Ski wirklich der optimale ist, aber wenn man dann die Norweger gesehen hat, die ja auch relativ schnell gewachsen hatten, sage ich jetzt einmal, war das wahrscheinlich die richtige Wahl heute, oder? Also ich glaube, das haben die super gut entschieden, dass tendenziell, ich meine, sind jetzt beides nicht die ganz schnellkräftigen Abstoßer, also die haben tendenziell eher einen späten Abdruck, das heißt,
da brauchst du natürlich schon einen Stieg, entsprechend, dass der immer steigt. Und ich glaube, so wie ein Sebi einschätzt, war dieses Raustreten aus der Spur, einfach um in seinem Stil da locker hochlaufen zu können und nicht in der Spur, wenn es ausrutscht, beim Hintermann einhackelst. Weil das ist dann, glaube ich, richtig kräftezehrend. Also von daher war das eher die Variante, da habe ich mehr Ruhe, gehe raus, kann meinen Stil durchlaufen und wenn ich mir ausrutsche, dann bleibe ich nicht beim Ski vom Hintermann hängen und weniger wegen dem spitzen Ski. Also man hat dann auch gesehen, weil dann im steilen Anstieg ist er drinblieben mit der Spur, weil er eben keinen hinter sich gehabt hat. Also von daher hat auch der Stieg eigentlich perfekt gepasst und Fahrt war natürlich oberbrutal. Also die haben da, denke ich, gemeinsam mit den Wechseln richtig was Gutes auf die Füße gestellt. Der Andi Kotz hat im Endeffekt eine schwere Aufgabe gehabt gegen die ganzen Klassik-Spezialisten oder richtig guten Klassiker, wenn man so will. Wie hat das aus deiner Sicht gelöst, Luki? Ja, also Position 2 ist immer die Bank, was klassisch angeht. Das war klar, dass das schwer wird. Er hat es, finde ich, gut gelöst. Er ist immer wieder auch mit einem super Material immer hingefahren. Das ist auf der Runden einfach, auch wenn du am Berg oben ein bisschen dick bist, das schiebt sich einfach brutal wieder zusammen. Das haben wir jetzt die ganze WM über gesehen. Gerade auf dem blauen Teil der Runden, der gelaufen worden ist, ist einfach die Abfahrten sehr lang, wo es dann brutal hinschiebt. Hat dann in der letzten Runde leider so ein bisschen federn lassen müssen. Hat jetzt auch viele Einsätze gehabt, ist jetzt also zwei Distanzrennen hier gelaufen, die zehren, aber hat den Abstand noch vollkommen im Rahmen gehalten und denke mal, das war ein solides Renner. Flo Notz musste relativ viel allein laufen heute. Ja, was sagst du zu ihm oder zu seiner? Ja, man hat ein bisschen Rückstand gekriegt vom Katz Andi. Das ist schon mal, glaube ich, nicht für den Flo, der sowieso kein Schnellstarter ist. Das tut dann dreimal weh, wenn du versuchst, das gleich zuzulaufen. Und er hat sich dann halt auch wirklich kontinuierlich schwer durch. Er ist nicht ins Rennen reingekommen. Also wenn er halt allein läuft, dann kann er sich so gestalten. Dann läuft er tendenziell relativ langsam an und steigert sich richtig rein. Und das ist ihm halt überhaupt nicht gelungen. Also das war jetzt eigentlich, glaube ich, nicht sein Tag. Er hat es dann solide umgekämpft, muss man fast sagen. Und von daher, glaube ich, passt es, aber zufrieden ist er sicher nicht. Jonas Dobler läuft die drittschnellste Zeit auf seiner Runde und gewinnt den Zielsprint um Platz 6. Ja, das ist eigentlich das für uns die größte Überraschung. Und schauen Sie, ist jetzt nicht der beste Sprinter von uns. Also ist eher bei uns bei mir und beim Andi und den ganzen Distanzlot zum Siedeln. Aber das zeigt, dass wir eigentlich das dann auch gut aufgestellt haben im Chance zum Schluss, weil er dann doch da die ausreichenden Sprintfähigkeiten hat und hat sich nicht versteckt, sondern hat auch geführt in der Gruppe. Man hat eigentlich alles rausgeholt, was dann möglich war. Also klar, es knapp zu den Schweden vor, das war nur schön gewesen, aber den Zielsprint gewonnen und eigentlich von der Übergabe war das genau das, was er rausholen kann, eben von der Dreiergruppe das zum Gewinner. Und das hat er gemacht und das war wirklich gut. Ja. Der Luke hat es angesprochen, nur 9 Sekunden zu den Schweden, die ja als Mitfavorit gehandelt wurden, aller Ehren wert. Absolut. Ich meine, er hat ja, glaube ich, während dem Rennen ein paar Mal überlegt, ob er jetzt nochmal eine richtige Attacke startet. Aber das, glaube ich, wäre nicht gelungen. Alor, der Vierer Rosen und so, dass du dann an den Schweden wegschnupfen kannst. Also das, glaube ich, da waren einfach die 30 Sekunden dann zu zweit. Da hätten dann die drei, also hätte mit dem Schweizer, mit dem Livers zusammenarbeiten müssen, aber Livers, glaube ich, war jetzt auch nicht in Bestform heute. Also von daher hat er das gut gemacht. Also das ist eine gute Entscheidung, wichtige Entscheidung, dass man sagt, was machen wir, wo stehe ich, was lohnt sich und wo ist jetzt einfach eine Harakiri-Nummer. Also von daher passt das. Ich meine, es ist alles ein bisschen eine Vorbereitung eigentlich, wenn wir dann einmal irgendwo um die Medaille mitkämpfen, dass man dann da die richtigen Entscheidungen fällt. Wenn es mir vielleicht um Platz 2 oder 3 geht, dann muss vielleicht schon genau das richtige Tor, dass du nicht auf einmal bloß Vierter bist. Es gab vor dieser Staffel schon die ein oder andere Top-Platzierung, Top 15 bei den Herren, bei den Damen sogar noch besser, Victoria Kahl 5. Platz, dann wie gesagt der 4. Platz in der Staffel. Ist das für dich ein deutliches Zeichen, dass das Konzept, das ihr euch auferlegt habt, seit dem Start der Saison oder seit dem Start des Jahres, wenn man so will, dass das aufgeht? Ja, ich würde jetzt nicht gleich von Aufgehen sprechen. Also ich meine, was mich gefreut, dass jetzt da jeder scheint, seine beste Leistung abrufen kann. Selbst der Luki, der jetzt mit seinem 26. Platz da über einen Klassiker meiner Meinung nach gutes Rennen hingelegt hat. Schwere Bedingungen, also das ist, wo ich sage, eigentlich nicht jetzt am Luki seine Top-Bedingungen und trotzdem macht er gutes Rennen. Ich glaube, es ist viel passiert. Aber ich will jetzt noch nicht davor sprechen, dass jetzt das Konzept aufgegangen ist. Also bei manchen Dingen haben wir, glaube ich, ein bisschen Muscle gehabt.
Und ich glaube jetzt noch nicht, dass jetzt das gleich die Früchte sind. Ich glaube, wir haben eine gute Stimmung. Ich glaube, da macht Spaß, Leistung zu bringen. Und wir wachsen zusammen. Aber wir haben noch richtig viele Aufgaben vor uns, dass wir, glaube ich, wirklich diese großen Schritte, die wir machen müssen, auch noch machen dann. Könntest du die Schritte in 2 Jahren machen bis Oberstdorf? Definitiv. Also ich meine, Sport ist immer eine Sache vom Glauben, Druglam. Und wenn wir nicht Druglam dann, dann glaube ich, waren wir da falsch. Also, jeder denkt, jeder tragt seinen Teil dazu bei und versucht einfach, das möglich zu machen. Und wie gesagt, wir haben auch unsere Träume, dass wir da bei der WM in Oberstdorf einfach unsere beste Leistung abrufen. Und sind sicher, wenn es die beste Leistung dann ist, so wie wir uns das vorstellen, dass dann was kurz dabei rauskommt. Schauen wir noch kurz auf morgen. Massenstart der Damen, 30 Kilometer. Wer wird für Deutschland an den Start gehen und wie sind die Chancen? Kennen Sie den Luki fast besser aus, als ich das selber eingearbeitet habe, wie wir vorher gerade festgestellt haben. Unvorbereitet. Nein, also ich sag mal, man muss die Bedingungen anschauen, die Bedingungen sind schon hart. Und ein 30er und so jetzt unsere Mädels wie Jungs haben jetzt schon ganz schöne Wettkämpfe in den Haxen, also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Von daher muss man wirklich schauen, was kann jetzt ein Vicky Karl bei schweren Bedingungen, sie ist jetzt eine große Läuferin, da dann noch reißen. Wird viel vom Material auch abhängen, muss man glaube ich auch nicht kein Hellseher sein. Ja, und dann Katharina Hennig, die ja kurz vor der Weltmeisterschaft einmal krank war, sicherlich da ein bisschen Form eingebüßt hat, aber tolle Rennen oder sie immer besser eingesteigert hat. Aber auch da ist die Häufung jetzt schon ganz schön krass. Also den 10er klassisch, Staffel und jetzt unmittelbar dann nach der 30er. Das kann gerade beim 30er, wo es halt einfach, wo du von der Substanz lebst, schon eine harte Nummer werden. Gut, und unsere letzte, die am Start steht, wir lassen ja praktisch einen Platz frei, die Pia Fink. Die war eigentlich frisch, weil die eine Staffel nicht ran hat dürfen. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen, dass er 18. Platz oder 15. Platz nicht gereicht hat, um sich für die Staffel zu qualifizieren. So heißt, das spricht für ein gutes Niveau. Von daher kann sie jetzt eigentlich ihre Lust am Laufen, am Wettkampfen da rauslassen. Und ich glaube, tatsächlich hat eine gute Chance, da vorne mitzumischen. Sie ist eine leichte Läuferin, sind schwierige Bedingungen. Also das kann vielleicht sogar ihr Ding werden. Vielleicht noch Favoritentipp auf Gold. Mit der Therese Joa kann man wahrscheinlich nicht viel gewinnen, aber was sagt ihr? Wobei sie war es auch nicht ganz zu überzeugen. Also sie hat das auch ein bisschen federn lassen müssen. Was ja zeigt, dass es menschlich ist, das ist ja nicht schlecht. Wie der Peter sagt, das ist schwierig, das wird wach. Ich denke mir sonst, Pamakowski ist immer auch recht gut zum Home für Skating-Distanzen. Wird sehr interessant, was die jungen Schweden abliefern. Ich weiß nicht, was die Schweden an Start ist. Aber da, bei Andersen ist noch nicht so viel gelaufen. Die kann ich mir vorstellen, ist sehr leichte Athletin, dass die da ganz gut ist. Natürlich immer muss man immer die Russinnen ein bisschen im Auge behalten, die da sehr gut einmischen können. Ich glaube, das sind wie immer Jessie Diggins, ist auch ein bisschen besser in Fahrt gekommen, als vor allem in der Stadt, hat sie ganz schön rausgeholt. Skating 30er, Leichtathletin, wahnsinnige Arbeiterin, ist so mein Geheimtipp nur auf eine Medaille. Schließe mich an. Luki, kennen Sie besser aus? Nein. Also ich sag mal, ich finde, wenn eine Charlotte Kalla läuft, dann darf ich es mir für die wünschen, weil die ganze schwedische Mannschaft, die Mädelmannschaft, und da ist sie sicherlich die älteste Athletin, die die Truppe da rangeführt hat. Und ich glaube, die Schweden haben einen langen, harten Weg hinter sich, dass die jetzt so wieder da sind. Die Goldmedaille für die Staffel hat mich richtig gefreut von den Schweden. Und von daher würde ich es dir wünschen, da nochmal ein richtig geiles Ding hinzulegen. Warten wir es ab, schauen wir es uns an morgen. Danke euch fürs Kommen und wir sehen uns morgen wieder zum letzten Stammtisch. Bis dann, Servus. Servus.